Sören. M2Beeps. Sören. Das Z, das L ist, dann ist das Z nicht das M. Sondern der Swayze. Was soll ich machen? Bin halt bisschen verrückt in meinem Schädelpaar. Schlafende, scharfen Schädel. Hör auf die Stimme Sörens und folge ihr. Weiß, dass du mit der Zeit finden wirst, was du mein Dr. Fettnerös ist deine Rettung. Grab ein tieferes Loch und leg mich rein. Dass ich mir nicht einen Splitter ziehe beim, du weißt schon. Die Elfe hat gedacht, das ist okay. Okay, M2, das ist okay. Bist du noch bei uns, Sören? Okay. Empfange den Segen Sörens, okay. Folge den Lehren Sörens. Okay. Bist du noch bei uns, Rös? Okay. Empfange den Segen Sörens, okay. Folge den Lehren Sörens. Wir wissen alle, was das heißt. Kreis. Wir drehen uns in ein Fleisch. Alles in der Suppe ist doch nice, ist doch geil. Und so soll es geschehen. Im Namen von Sören, die Meere werden wieder geteilt von Swayze. Und die wütenden Stürme werden nachlassen, ich schwöre. Gisum, nein. Moment mal, kann das Bobby sein? Ich kann das. Bist du noch bei uns, Sören? Okay. Empfange den Segen Sörens, okay. Folge den Lehren Sörens. Okay. Bist du noch bei uns, Rös? Okay. Empfange den Segen Sörens, okay. Folge den Lehren Sörens. Tut mir leid, erst die. Ja, aber wissen alle, was mehr das heißt. Mehr Schiss auf Zitador, nix ist heiß. Wissen alle, was das heißt. Geil. Sören ist in meinem Kopf, mein Gott. Ich brauche noch ein bisschen von dem aus. Gib mir was in die Tüte, meine Güte. Was von dem Grünen, nicht von dem Angekoppelten. Es schmeckt ein bisschen nach CBD-Gras. Ja, wusstest du, dass CBD gar nicht so gut ist? Es schmeckt nämlich nach Shit. Es ist einfach widerlich. Schlimmer als Krinte, das willst du niemals in deinen Joy niffen. Da ist wie eine Eule drinnen am See, was auf jeden verwesen. Und dann noch ein bisschen massiv mir drauf. Rösten ist in meinem Kopf, mein Gott. Ich brauche noch ein bisschen von dem aus. Gib mir was in die Tüte, meine Güte. Was von dem Grünen, nicht CBD-Gras. Ist okay und er sagt. Dann kommt ein Kripo zu mir und sagt, ich bin Zivi. Ich sag, ich rauch hier nur viel von dem Dosium. Doch es ist nur Dosium. Ist doch okay, ist doch eigentlich kein Problem. Oder etwa doch Dosium. Er sagt, mein Kopf, du redest wie Mieser Boss, fett Rüsten ist in meinem Kopf, mein Gott. Ich brauche noch ein bisschen von dem aus. Gib mir was. Ich krieg's nicht hin, Alter. Vielleicht ist es wirklich am Beat. Und ich muss mehr aus meinem Mund sprechen und weniger aus meinem kehligen Kehlkopf. Da hat der Ilya komplett recht. Ich will das so nicht Gangster-Rap performen. Wie Berthold Specht. Nein, ich bin kein Säugetier, doch hab stets meine Beute hier. Du stehst nur im Wald herum und fragst dich dann, was heute passiert. Ich zähl mich selbst zu den zähigen Menschen, seh Eichhörnchen, die ihr Rehe bekämpfen. Ein endloser Krieg im Wald und der wird auch niemals enden. Tauben ohne Stimmen, die in den Baumkronen sitzen, versuchen stets zu schlichten, doch das ist der Lauf der Dinge. Yeah, Kachpass und Nutten, die Laster der Jungen. Zaster durch Pulver, dass es dich umbringt. Kachpass und Nutten, die Laster der Jungen. Zaster durch Pulver, dass es dich umbringt. Das ist nicht super, das ist der Untergang. Und wen verwundert's? Niemand, Mann. Du siehst das wieder Dienstag, ein Tag wie jeder. Die Gier nach der Ziehkraft des Strangs. Der Welt ist grün und gelb und lila. Frag die Banker und frag die Dealer. Frag Natalia und die Raben.
ein Wächter Frag des Tores sein, doch lass dich nicht herein. Ilja, er weiß es immer besser, er möchte eigentlich niemals. Wir Karpas und Nutten, die Laster der Jungen, Zaster durch Pulver, dass es dich umbringt. Karpas und Nutten, die Laster der Jungen, Zaster durch Pulver, dass es dich umbringt. Auf jeden, 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 aufnehmen, 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 auf, aufdrehen, aufgeben, im Gierabset. Und warum mach ich immer die gleiche monotone Scheiße? Wieso nicht mal was Variables und irgendwie möglicherweise könnte ich mich ja auch selber irgendwie ändern, aber das wäre mir zu schwierig. Curse würde sagen, viel zu viel, ich bin doch hier der krasse Gangster, oder auch nicht. Oder einfach Hänger, yeah. MT2, sag was dazu. Curse ist nicht da, aber Gott sei Dank du. Ja, Curse, der plagt mich, die Frage der Wortwahl. Ich stecke dann die Gabel in Toaster und nasche dann noch grad von der Torte. Was ist mir los? Ja, Nase und Bohren mit der Schere rein. Das ist Ekel, nein, 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 nein. Oder die Rosmarin, ich weiß es nicht, ist mir zu viel. Viel zu viel, ist mir viel zu viel, yo, das ist nicht real, nein, auch kein Persil, yo. Viel zu viel, ist mir viel zu viel, yo, das ist nicht real, nein, auch kein Persil, yo. Viel zu viel, ist mir viel zu viel, yo, das ist nicht real, nein, auch kein Persil, yo. Viel zu viel, ist mir viel zu viel, yo, das ist nicht nicht real, nein, auch kein Persil, yo. Auch kein Persil, auch kein Overhead, oder sonst was. Ich hab's noch nicht ganz, aber M2 Beats. I got some ice on my neck, ich schreib noch ein Track. Sie verspeist mich wie Snacks, mein Lifestyle ist Crap. No cap in my Rap, meine Gang ist nur Slap. Sie ruft mich jeden Tag an, wenn ich Kraut rauch wie Avatar an. Das Leben ist ein abgefuckter Boomerang. Da liegt doch jemand, da liegt doch jemand noch im Bett. Ich zoome mal weiter durchs Fenster. Mit meinem Der blaue Planet. Einsam liegt er da, in den Gezeiten des Universums. In Raum und Zeit. Richtig gute. Wie mit Apfelkuchen, OG wie ne Pampelmuse. Wer hat diese ausgesuche? Sitze in verrauchter Stube und bin drauf auf Double. Und das ist auch sehr Gutes, das weißt du aus der Schule. Kauft mir Alkohol, Zigaretten, Crack und Hasch. Trefft euch nachts auf dem verdreckten Platz. Trinkt Sekt und Schnaps, dein Hand ist schon sei schlecht. Kein Keck, du sparst. Zicke, zacke, Hühnerkacke, mehr Stundenlohn für den Rumpilot. Schicke Jacke, grüne Kappe, du Hundesohn lügst und bist doof. Guter Billo-Preis für das geile Aldi-Eis. Mit Aldi-Preisen kannst es dir leisten. Don Deco kauft vom Netto. Richtig gute, wie mit Apfelkuchen. OG wie ne Pampelmuse, wer hat diese ausgesuche? Sitze in verrauchter Stube und bin drauf auf Double. Und das ist auch sehr Gutes, das weißt du aus der Schule. Dr. Zingalo an meinem Geburtstag, miese Sören, what the fuck, behäbig. Dr. Zingalo an meinem Geburtstag, miese Sören, what the fuck, behäbig. Dr. Zingalo an meinem Geburtstag, miese Sören, what the fuck, behäbig. Dr. Zingalo an meinem Geburtstag, miese Sören, what the fuck, behäbig. Schrauben, Schlüssel, Schrauben, Schlüssel, Schrauben, Schlüssel. Und dann schaut er auf sein Handy, um die ersten Glückwünsche entgegenzunehmen. Dann sieht er diesen völlig chaotischen, wahnsinnigen Shit, den er Opa geschickt hat. Große Zingalo auf. Richtig gute, wie mit Apfelkuchen. OG wie ne Pampelmuse, wer hat diese ausgesuche? Sitze in verrauchter Stube und bin drauf auf Double. Und das ist auch sehr Gutes, das weißt du aus der Schule. Behäbig. Richtig. Wir sind live dabei, wie er die Augen aufmacht. Apfelkuchen. OG wie ne Pampelmuse. Wir sind live dabei, wie er die Augen aufmacht. Diese ausgesuche. Weil wir die Augen aufmachen. Verrauchter Stube. Dr. Zingalo. Und bin drauf auf Double.
und dass es auch sehr gut ist, das weißt du aus der Schule. Dr. Zingaro. Ich bin da, war nie weg, komm nicht klar, setz dich weg. Wie eine Ente. Okay, werd mal ne Gans. Hab zwar Kopfschmerzen und der Kopf, der knallt. Okay, war nicht gut, weil das Pies ist halt. Ein bisschen war's stark und die Pollen kommen auf mich klar. Oder eher umgekehrt, ich bin mir da nicht ganz sicher. Auf jeden Fall fühlt es sich an, als ob mir jemand ins Gehirn fingert durchs Ohr. Fingert. Dann mit einem Haken in der Nase. Gleich bei der Hose. Ich beschieß dich mit einer. Gerade hab ich das erste gemeint, aber Knarre was? Das nein, wie ich jedes Mal, während du an der Seite abgefuckt. Ich hol mir den Kaffee. Ich find's eigentlich ganz lecker. Okay, werd mal ne Gans. Hab zwar Kopfschmerzen und der Kopf, der knallt. Okay, war nicht gut, weil das Pies ist halt. Ein bisschen war's stark und die Pollen kommen. Miese. Okay, vielleicht nicht. Vielleicht doch auch mehr. Tja, die Frau ist das ein bisschen was von dem THC. Zusammen mit dem, das Nerven zerstören. Abverwesen ist. Miese, Bruder. Es fühlt sich irgendwie so an, als ob ein Druck auf meinem Kopf ist. Kopf weiß nicht, ist halt so ein bisschen krass. Ich wollte mich zurücklegen und dann nach vorne und zurück und nach vorne. Ich fühl mich wie. Saditzer. Okay, werd mal ne Gans. Hab zwar Kopfschmerzen und der Kopf, der knallt. Okay, war nicht gut, weil das Pies ist halt. Ein bisschen war's stark und die Pollen kommen. Okay, ja, Geld, Fuck, halt, Slime, Fuck, aufs Bach, Snaggen, Arm, Bleib. Okay, war nicht gut, weil das Pies ist halt. Ein bisschen war's stark und die Pollen kommen. Ist doch egal, lass mich in Ruhe, ich dreh hier am Rad, das CD-Laufwerk geht auf und zu. Sitze im Zug, steige aus, Kontrolleur kommt, miese nochmal neu. So, völlig, miese nochmal neu. Egal. Nochmal vom Anfang. Ich war also am Reisen, hatte zwei müde Beine. Sie schliefen ein, wachten nicht auf. Es war ein Traum, ganz genau, es muss ein Test sein. Ich weiß nicht genau, warum ist mein Bein denn so taub. Ich bin Zingola oder Zingalo, vielleicht ja eine Mischung. Dr. Helagen, sitze im Zug, steige aus, Kontrolleur kommt. Miese Nummer 9, so völlig ja, miese Nummer 9. Meine Kinder sind irgendwann Rettungsschwimmer, aber lassen alle. Spacey, aber geht schon, meine Freunde. Der M2 wird sowieso nicht zufrieden sein mit irgendwas, was ich hier mache. Oha, das ist aber ein guter Beat. Okay, Mann, da fällt mir sowas drauf ein wie der Schneemann. Er zieht das Kokain, der Weihnachtsmann. Braucht jede Menge Speed, sonst würde er es nicht schaffen, an einem Tag die Geschenke auszutragen, das ist doch ganz klar. No cap in my rap, yep. War doch eigentlich nicht schlecht. Nein, das war sehr geil, der Weihnachtsstyle. Wir alle wollen etwas von dem Pulver uns reinziehen. Durch die Nase das gute Zeug. Und dann gibst du mir Pillen für Gras. Ich will es nicht, aber du sagst, es ist zu wenig Cash. Ich verstehe es, es war eine Verwechslung. Wer zieht das Kokain, der Weihnachtsmann? Braucht jede Menge Speed, sonst würde er es nicht schaffen, an einem Tag die Geschenke auszutragen, das ist doch ganz klar. There is no cap in my rap, ich snack noch nen Snack, ich bin eine Crackente und ein Crackbengel.
Ich bin ein Miso, jetzt klingelt das Telefon wirklich. Aber du hast es weggemacht, wer war das? Big Wipke? Das kannst du nicht machen, Mann. Geh ran, komm schon, du machst das einfach, während ich aufnehme. Big Wipke! Big Wipke! Er zieht das Kokain, der Weihnachtsmann braucht jede Menge Speed, sonst würde er es nicht schaffen, an einem Tag die Geschenke auszutragen, das ist doch ganz klar. No cap in my rap. Yep. War doch eigentlich nicht schlecht. Miese Bruder, ich red nur noch Scheiße wie immer. Bin behindert. Im Universum sind Sterne und die Milchstraße. Weißt du doch. Das war wieder wirr wie immer. Ich hab das Headset doch richtig an, warum funktioniert das nicht? Okay, nochmal von neu. Nochmal von neu, oder? Schon direkt am Anfang von neu und dann mehrere Spuren da, bis das so lang ist, dass man gar nicht mehr gucken kann und dann einfach irgendwas reinschneidet, die ganze Zeit. Und keinem fällt's auf, ja, so war's die ganze Zeit, ich geb's zu. Ich bin eigentlich nur ein hässliches Entlein und nie ein Schwan gewesen. Es könnte sein, dass mein Käse so lange selbst noch nie in den Arsch getreten. Ich war noch nie gut im Ratschlag geben. Und als Entlein weißt du eben, das Leben ist elendig. In einem Teich. Da kommt ein Fuchs und gleich bist du tot. Und dann in seinem Maul und ausgeschissen, genau. Du weißt schon, ich hab ein müdes Bein wie ich hab Spucke in meinem ja, aber ich darf nicht spucken, ich bin zu Hause, denn das wäre nicht cool. Ich muss das noch wegmachen und dann auf meinem Stuhl sitzen und nicht selbst dissen. Ich finde, Frankreich ist ein schönes Land, aber ich kann kein Französisch. Aber ich könnte es mal versuchen, einfach ein bisschen nachzumachen. Oui, das reicht nicht. Das muss mehr sein. Das ist nicht gut. Okay, ich kann kein Französisch, gib's zu. Aber vielleicht, wenn ich ja nur gelangweilt seit ich auf der Welt bin. Ja, genau. Ja, mir war es schon immer zu viel. Super Nintendo fand ich schon einfach geil zu spielen. Aber dann kamen nur noch Scheiße wie PlayStation und PlayStation. Und ja, dann war es irgendwie so, dass Gerrit immer besser wurde in dem abgefuckt. Und ich hab jedes Spiel verkackt. Hab immer verloren. Aber dann war ich alt und musste mich rasieren. Auf einmal. Das war nie so. Wie der M2 sagen würde, ich bin ein Shih Tzu. Was auch immer, Mann. Das ist schwierig. Aber der Beat ist gut. Okay, man kann das jetzt einfach durchlaufen lassen und irgendwas reden. Ich weiß nicht, irgendwie so. Ja, immer das gleiche, Mann. Busy? Daraus kannst du nichts machen. Auf gar keinen Fall. Na egal. Vielleicht sollte ich mal was trinken oder einen Kaffee machen oder so. Aber ein guter Beat. Ich fühle das. Was? Das ist geil am Ende, Mann. Das ist richtig gut. Ich habe Visionen auf dem Beat, aber noch nicht wirklich was im Kopf. Es könnte sein, dass mein Käse Salami-Baguette macht darauf. Mit Gurke und Tzatziki und vielleicht ein bisschen von diesem Crack. Fett. Crack. Joey. Es ist Xiaomi, die zweite, du kannst mich vielleicht ja nicht leiden, aber mein scheiß Xiaomi Handy ist mal wieder leider auf leise von alleine. Ja, Xiaomi, zweite, du kannst mich vielleicht ja nicht leiden, aber mein Xiaomi scheint sich von alleine auf leise zu stellen. Nein, was soll denn der Scheiß? Kann doch nicht sein. Das M hat mich inspiriert, wieder mal zu zocken. Ich habe Resident Evil 2 gespielt und wurde von Zombies auseinandergenommen. Meine Geweide haben. Was? Geweide? Eingeweide? Geweide ist die Kurzform. Interessant. Auf jeden Fall, ich habe verkackt auf Übelste.
Und dann kam der abgefuckte Endgegner. Und ich hab die Schrotflinte rausgeholt und hab gesagt, ich bin das Z. Und Zombies können vielleicht mein Gehirn fressen, aber der Endgegner wird jetzt zerfetzt. Aber ich muss vorher ein Nickerchen machen, natürlich wie dieser komische Typ da im Hintergrund. Und ich bin eben ein Kind. Ich schlafe mein Leben lang. Ich bin der wie ist das Spiel nochmal? Ich bin der Fred, natürlich. Aber Fred ist doch ein guter Freund von mir. Ja, Mann! Und ich weiß, ich bin das zweite Wort ist scheiße. Shit. Ja, stimmt, da tut sich einer weh. Der Fred. Dann aber, geibeln ist nicht leicht. Du weißt. Es ist massiv. Ich habe eine Frage. Wo ist die Schale und das Friso? Und was machst du so beruflich? Ja, ich lebe vom Arbeitsplatz. Fuck mich nicht ab, sonst gehst du mir auf den Sack. Und ich geh arbeiten, wann ich will. Ich weiß nicht, wann ich eigentlich das letzte Mal so abgefuckt war. Wegen einem abgefuckten Gespräch. Ich weiß nicht, scheiß drauf. Ich bin eigentlich der Klaus und weiß genau, Hartz IV ist geil, ich bat's mir ein. Früher war ich zu laut, jetzt bin ich zu leise. Oder andersrum, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was jetzt Tatsache ist. Du kennst Ilias. Aber das Mike ist nicht da, M2 hat's vergessen, ja. Es war niemals existent und es brennt, während man es in der Hand hält. Ich krieg nen Anfall und dann flieg ich mit nem Urknall durch die Stratosphäre oder Hemisphäre oder vielleicht auch irgendwas anderes. Ich schwebe von hier und ja, ich bin noch da. Sören, ein müdes Bein und Natalia. Auch so, ich weiß nicht. Und auch Kevin. Kevin Mark Melvin war der Name, Melvin war der Name, genau, ja. Melvin war der Melvin, genau. Ich weiß, aber das Mike ist nicht da. M2 hat's vergessen, ja. Es war niemals existent und es brennt, während man es in der Hand hält. Ich krieg nen Anfall und dann flieg ich mit nem Urknall. Nenn mich Pippi Langbein. Ich hab auch ein Problem mit meinem Melvin war der Name, genau. Der sich fucking scheiß, scheiße, miese, ist nicht leicht. Ja, GC, Melvin war der Name, genau. Ja, scheiße. Allen Zapfen. Hm? Ja, okay. Allen Zapfen. Ich muss mal ein bisschen versuchen. Du weißt schon, irgendwie was Kreativeres zu machen, als jeden Tag zu kiffen und dann zu sagen, ja, es war. Aber das Mike ist nicht da, M2 hat's vergessen, ja. Es war niemals existent und es brennt, während man es in der Hand hält. Ich krieg nen Anfall und dann flieg ich mit nem Urknall. Einfach wieder aufzuhören, einfach wieder anzufangen, ja, das. Tja, naja, nein. Vielleicht brauchst du einen Lutschbonbon, wer weiß. Das wäre doch, okay, wenn ich dir eins gebe. Wenn ich dir jetzt eins ausgebe, einen Lutschbonbon. Bonbons, da ist doch nichts dran auszusetzen. Sie machen ein bisschen das mit dem Husten. Miese, danke, wollte ich schon immer mal sagen. Aber leider weiß ich nicht, wie man es buchstabiert. Was war das? Okay, Crack-Zösisch, die zweite. Miese. Ich will eigentlich nur im Frieden sein, doch sie lassen mich nicht in Ruhe. Miese. Denn eigentlich find ich das alles scheiße, denn sie sind wie ein Schuh. Miese. Sie liegen mir zu Füßen, ich tritt dann drauf. Ganz genau. Miese. Ich weiß nicht. Miese. Aber egal. Eine Brücke.
Miese was ich meine, miese, es ist nicht leicht zu sprechen. Miese. Ja, auf jeden Fall. Miese. Wie kam ich auf diese Scheiße damals? Ich war einfach kreativer und noch nicht bei dem Label. Ich bin ein Freund, kein Feind. Das muss geschnitten werden, verflucht. Okay, egal. Versuchen wir nochmal Basketball zu spielen und uns dabei nicht zu erkennen. Und dann ganz viel Schleim aus einer Birne rauszusören. Miese. Ja, ist doch gut. Komm, Französisch, die zweite. Französisch, Crack, du weißt, was ich... Miese. Leider. Leider unter dir, leider unter allem, leider unter diesem depressiven Scheiß, den ich höre und dann Werbung dazwischen. Das ist nicht geil. Miese. Und dann noch doppelt und dreifach. Pete weiß, was ich meine. Das ist auf YouTube eben zurzeit nicht so geil. Du versuchst es zu skippen und dann kommt direkt das Nächste. Miese. Und dann sollst du dir eine Klobürste leihen für den Scheiß, den du vertreibst. Dann hinterziehst du Steuern, M2 schreibt, yo, was bleibt? Und dann sagt er, ich will den Scheiß nicht mehr machen, ich wollte doch nicht mehr beim Bewerbungsgespräch eigentlich nur verkacken. Und dann nehmen sie mich doch und sagen, Vollzeit, was willst du machen? Aber, ja, ist halt so, man weiß nicht, morgen hast du Sorgen und sie wissen nicht, vielleicht kannst du mich leiden, vielleicht auch nur Thorsten. Aber eins von beiden wird's doch sein. ACC oder 1, du musst dich entscheiden. Ich weiß nicht, das war einfach falsch. Aber ich hab's nie geschafft. Ein bisschen, du weißt schon, war gut in einem Fach. Das war Biologie, denn ich klone gerne Wesen in einem Labor. Miese. War doch besser. Ach komm, scheiß drauf. Miese. Wusstet ihr eigentlich, dass ich Norton auf dem PC habe? Ich habe nicht Windows Protect oder wie es auch heißt, weil ich will meine Viren auch schön sortiert in meinem Computer. Diese Gesetze gehören verboten. Der Bini, der wurde in die Knechtschaft gezogen. Jeden Tag schuften, jeden Tag ackern. Dann die Hand einfach kaputt machen, Mann. Denn er hatte eigentlich eine gute Ausrede, weswegen er das nicht machen sollte, aber die Arzt sagen... Arztgemeinschaftspraxen sind der Tage. Er überfordert mit Pietes Zustand. Er ist am Furzen und am Kotzen gleichzeitig, hat Schwächeanfälle, lächelt sich. Ist jährlich, lächelt sich. Weiß nicht, was das heißt. Aber er wird nicht mal 60, wenn das so weitergeht. Denn er hat das Problem, dass er eine Jobcenter-Beraterin hat, die dicke Titten hatte und dann sagte, geh doch ein bisschen Müll aufsammeln. Für 1 Euro, nicht mal 1,20. Ja, Mann! Nein, diese Gesetze gehören verboten. Der Bini, der wurde in die Knechtschaft gezogen. Jeden Tag schuften, jeden Tag ackern. Dann die Hand einfach kaputt machen, Mann. Miese, aber es ist nicht lustig, wenn man einfach etwas versucht. Das ist nicht gut. Wenn man nur denkt, alles ist... Was? Okay. Ich kann das nicht... verstehen. Weswegen sind Rabenkrähen daneben im Stehen, während ich im Saltgrasi den Frieden nicht mag. Kein Gehirnsalat. Pidi, es tut mir leid, aber du weißt, ich bin dein Freund. Diese Gesetze gehören verboten. Der Pidi, der wurde in die Knechtschaft gezogen. Jeden Tag schuften, jeden Tag ackern. Dann die Hand einfach kaputt machen, Mann. Und ich hatte ja immer tierische Angst vor Nadeln und Spritzen und Blutabnahmen. Ja, das ist aber lange her, weil ich habe das verarbeitet. Ich habe jetzt Angst vor Elektroschocks, meine Freunde.
denn ich habe einmal eine Elektroschocktherapie gemacht. Der Arzt sagte, es ist ganz einfach, wenn du diese Elektroschock, da ging's los. Ich habe die Schocks bekommen und irgendwie habe ich von den Schocks irgendwie noch einen kleinen Anfall gehabt. Miese, aber ich weiß nicht, wofür ich das hier eigentlich erzähle. Das ist eigentlich abgefuckter Käse. Es war einmal ein gottverdammter Mr. Z. Der hatte in seinem Kopf einen komischen Wurm und der sagte, friss dich durch das Gehirn. Ich mag nur das, was Sören mag. Ich bin der. Das ZS erzählt wieder eine Geschichte und Info kam vorbei und frisste sich mal wieder voll mit dem Schüssel. Jo, so geht das ab. Der Z kommt vorbei und erzählt eine nächste Geschichte. Okay, und in der Gummizelle war es eigentlich gar nicht so unbequem. Ich versuch mich umzudrehen und sehe, da ist jemand, der in der Gummizelle noch ist. Ich versuch mich irgendwie links muss er warten, ich look da aus. Ich mach Affenauto und bin ein Affen. Genghis Khan. Was auch nicht mal. Egal. Ich glaub, ich versuch zu viel darauf zu achten, dass es sich reimt. Und es darf nicht sein, dass ich mich in meinem gottverdammten Kopf irgendwie bewusst überschlage beim Reden. Und dann gar nichts erzähle. Das ZS erzählt wieder eine Geschichte und M2 kam vorbei und frisste sich mal wieder voll mit dem Schüssel. Yo, so geht das ab. Das ZS erzählt wieder eine Geschichte und M2 kam vorbei und frisste sich mal wieder voll mit dem Schüssel. Yo, so geht das ab. Das Z kommt vorbei und erzählt eine nächste Geschichte. Okay. Käsereiben mit Käsereiben, darüber ein bisschen Käse verteilen, den Käse zerschneiden in Scheiben. Auf jeden den Käse in die Auflaufform geben und ein bisschen Blauschimmelkäse würde gut darüber aussehen. Den Käse nach einer halben Stunde auf 200 Grad aus dem Ofen rausnehmen und danach Buon Appetito auf jeden. Und ich könnte mein komplettes Leben über Käse reden. Ich könnte auch meinen Garten mit Käse bestegen, beschweben. Ich weiß nicht, wie das heißt. Du weißt, ich hab keinen Peil von der Gärtnerei, aber ist auch egal. Ich werd die Samen legen und dann wird man sehen, was daraus entspringt. Vielleicht ein Baum, vielleicht ein Pilz. Kein Plan, ist doch scheißegal. Ich wiederhole mich hier mehr gerade wieder, aber ist nicht so schlimm. Ist egal, denn ich bin wie ich bin. Und wenn ich sage, es macht nen Sinn, dann macht es das auch. Und wenn ich lüge, dann bin ich eben Unkraut und vergehe nicht. Beim Üben wird man ja auch besser. Und ich bin eigentlich auch kein Menschenrechtler, aber ist egal. Ich find eigentlich alles ziemlich neutral, wie die Schweiz, ja du weißt. Ich stell mich nicht auf eine Seite, mit der anderen Scheiße will ich nichts zu tun haben, mit dieser auch nicht und das find ich scheiße. Gib mir das Rauschgift oder eher diese Kacktüte, yeah, meine Güte. Wann ist dieser Beat vorbei, MT2? Ich glaub, ich bin high. Fett. Fett. Vorbei. Okay, ich bin soweit. Hört gut zu. Ich habe euch etwas zu erzählen. Vor einer langen Zeit nämlich gab es noch gar keine Menschen auf der Welt, sondern Dinosaurier, die sich gegenseitig gefressen haben. Und du weißt schon, Vögel waren auch schon da, aber 3 Meter groß. Und Insekten waren etwa 10 Meter lang und konnten dich verspeisen. Gott sei Dank konnten nicht mal die Luft atmen damals. Und es war irgendwie eine ganz komplett andere Welt. Aber wir bewegen uns ja gerade wieder darauf hin. Und Sibylle ist am Chillen. Und Ballerpille
Ballermille, Babamille, alles das Gleiche im Universum. Das ist schon miese, 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 miese. Miese. Dr. Z. Miese. Miese, 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 miese. Dieser Beat. Die Effekte. Miese, 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 miese. Baller, 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 baller mit Ballerpille. Miese, 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 Ballerpille. Kannst du mir ein Interview verkaufen? Miese, 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 miese. Oh nein. Miese, 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 miese. Vergessen Sie nicht das Crack. Miese, 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 miese. Miese, miese, miese. Und der Beat. Miese, 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 miese. Sagen Sie. Sagen Sie. Sehen musst du dir reinziehen. Das ist nicht geil, aber es muss sein. Miese, 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 viel von den Vitaminen, Bananenschalen in den Biomüll schmeißen und dann auch die Apfelkerne verspeisen. Miese, 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 miese. Sie sind den Magen gut am Durchkäumen. Miese, 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 okay. Miese, miese. Weiß nicht, scheiß drauf. Das Beat hat geswitcht, ich hab's nicht mal gesehen. Okay, nochmal neu. Fuck it. Okay, der Switch, dann schnipp's hier nur nach Kerl, die Würstchen nicht raus wie der Beat. Oder du, einfach so ein, keine Ahnung, cranker Dude. Aber ist doch egal, ich versuch's. Okay, 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 okay. Nochmal, nochmal neu, nochmal, nochmal vom Anfang. Pete trinkt gern Rottler, wie die Krake, das ist die Gemeinsamkeit. Der Rottenbühner Mann existiert zugleich. Und macht weiter mit dem Scheiß, Schlackerfisch, Scheiß, Miese, egal. Egal. Das war eine Krankengeschichte.